Hallo Jürgen, ich grüße dich. Die Kleinmesse ist ja nun beendet. Ihr habt Stress und Hektik ohne Ende gehabt. Und jetzt wolltest du noch was sagen für unsere lieben Stress und Gäste. Hektik wurde groß geschrieben. Das ist das eine. Und das andere ist, wir hatten ja von der Sache her eine gute Besatzung von A bis Z hier. Und wir wollen hier zur Sache auch eine gute Besucherzahl, den lieben Bürgerinnen und Bürger, die unsere Kleinmesse besucht haben. Herzlichen Dank. Wir kommen wieder. Das ist in Ordnung. Von der Kleinmesse hier ging es natürlich zum Stadtfest rein. Das ist natürlich Hektik und Stress ohne Ende. Es geht nicht alles reibungslos. Man muss viel organisieren, man muss viel bautechnisch alles organisieren und es gehört viel dazu. Nicht nur, damit man anfährt, das Karussell aufbaut und die Sache ist getan, da gehört noch viel mehr dazu. Aber jetzt ist das Stadtfest beendet und ich will mal sagen, es ist alles relativ zufrieden gelaufen, das ist klar. Gerade die Kleinmesse will ich mal anfangen, die war zufriedenstellend. Wir waren hier über 6 Wochen, 7 Wochenenden, ja. Und es ist klar, es ist eine lange Zeit. Wir hatten Montag, Dienstag geschlossen. Es war eine super schöne Zeit, 5 Tage in der Woche geöffnet. Die Leute haben sich daran, unsere Besucherinnen und Besucher haben sich daran von der Sache her orientiert, haben sich damit abgefunden und haben das zur Kenntnis genommen. Es war eine feine Sache. Hier waren, ich will mal sagen, 80 bis 90% zufrieden. Ein paar Nörgler, die gibt es immer. Da ist das Essen nicht gut, da sind die Getränke nicht gut, am Bregenz ist die Fahrt nicht gut, die Schaukel ist zu hoch. Gut, okay, man nimmt das zur Kenntnis. Wir werden das nächste Mal nicht so hoch fliegen und im Bregenz so schneller laufen lassen, damit sie zufrieden sind. Das ist alles okay. Und ja, es ist ganz einfach zu sagen, es ist eine sehr, sehr gute Besatzung gewesen. Deshalb war auch der Besucherstrom los. So. Und die Sache ist die, Leipzig ist nicht nur eine Weltstadt, ist auch eine Messestadt. Die ist bekannt weltweit. Und dazu gehört auch die Kleinmesse. Und dazu gehört eine gute Besatzung. Und wir arbeiten dran mit unseren Behörden. Wir haben einen guten Oberbürgermeister, wir haben eine gute Kulturbürgermeisterin, die Frau Dr. Jennecke, einsame Spitze. Vom Marktamt der Herr Dr. Walter Ebert Ja. unterstützt uns in Einrichtungen, wo er nur kann. Was wollen wir mehr? Und das ist Leipzig. Wir sind ganz einfach zufrieden. Die Kleinmesse war zu Ende und mit einem Hauruck sind wir zum Stadtfest auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz. Das war ja dann ein ganz schneller Übergang, ne? Ein ganz schneller Übergang mit viel, viel Arbeitsstress und Hektik. Hab's ja gesehen im Organisator Video, Bernd ne? Hochmuth, der als, ich will mal sagen, als Generalorganisator das Stadtfest macht, möchte ich mal sagen, es war schon Stress pur. Die Sache ist die, die Schausteller machten den Wilhelm-Leuschner-Platz unter meiner Regie. Er machte das andere. Die Zusammenarbeit hat super geklappt. Man kommt immer wieder in diese Richtung. Einigkeit macht stark. Es war ein Erfolg. Wir sind zufrieden. Jetzt haben wir vor, die Herbstkleinmesse zu organisieren. Viele Kolleginnen und Kollegen vertraglich zu binden. Diese Herbstkleinmesse ist vom 9. September bis zum 31. Oktober Oh, geplant. ja. Der 31. warum? Das ist der Reformationstag. Und da möchten wir gerne mit hier sein. Also ist geöffnet, brauchen die Leute nicht wieder zu fragen wegen Feiertagen, ob da geschlossen Montag, ist. Dienstag ist geschlossen, Genau. außer wenn ein Feiertag auf einen Montag, Dienstag fällt. Dieser Feiertag, auch wenn es ein Montag oder Dienstag ist, der ist geöffnet. Sind das normale Wochentage, ist Montag, Dienstag geschlossen. Und wir freuen uns darauf. Die Organisation, die läuft schon, ist im vollen Gänge. Und ja, des Weiteren, bis dahin wünsche ich allen alles Gute. Wir hoffen, damit es klappt. Mit Karl Lauterbach habe ich schon gesprochen. Er hält die Affenbocken und die Windbocken zurück. Und das ist natürlich super.
Und wenn nicht, dann tragen wir halt Masken, wenn so Gott will. Ja, ja, da gibt es was anderes, da gibt es gegen die Affenbocken sind ja eigentlich Bananen geplant. Ja. Okay, da werden dann halt Bananen ausgegeben, anstatt Zettel ausfüllen. Ja, genau, und die können sie essen und da gehen die Affenbocken weg. Ja? Ja. Denn die Affen essen ja gerne Bananen. Ja? Und das ist ja nun mal so. Aber unser Bundesgesundheitsminister ist auch zu scherzbereit und er hat gesagt, mein Guter, die Herbstkleinmesse findet statt. Genauso, ohne Zettel, ohne Bananenausgabe. Ne? Also bis dahin, alles Gute. Und man kann euch ja sehen bei einem, den anderen Stadtfest hier, Leipzig-Umgebung und auswärts, ne, seid ihr ja auch alle Mann unterwegs. Da sind wir alle Mann unterwegs. Von Norden bis Süden. Jawohl. Na. Gut. Alles Gute bis in Herbst, bis 9. September. Dort sehen wir uns wieder hier am Götterweg auf dem Kleinmesseplatz in Leipzig. Das war's, meine kleine Seifert-Schnauze. Ich wünsche dir was, ne? Dasselbe. Tschüss. Alles Gute. Bis dann. Bis dann.